Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie Iman TV Analyse. Heute geht es um ein Video von Iman TV, das als Frage gestellt wurde und nicht als unbelegte Behauptung, die von anderen widerlegt werden soll. Toll! Iman TV wird also vorsichtiger und zeigt sich zumindest hier als lernfähig. Das Video stellt die Frage: Existiert ein notwendiges Wesen? Das Thema ist ja gerade bei der Mutterfirma Aera auch gerade sehr beliebt und wurde prompt widerlegt und in der Luft zerrissen. Aber Iman TV hinkt ja immer etwas hinterher. Und Aera sucht sein Heil in der Philosophie, weil es da nicht so viel Festes gibt und nicht nur durch Fakten Belegtes geht, was ja in der Wissenschaft der Fall ist. Dass diese Richtung auch sehr schnell daneben gehen kann, hat ein Stream letzte Woche gezeigt, als ein junger Atheist die komplett zerlegt hat, weil er Philosophie studiert und Ahnung von der Materie hat. Was ja bei den Islam-Apologeten nicht der Fall ist. Die tun nur so. Und das ist genau das Trauerspiel, was ich jetzt auch bei Iman TV sehe aus Österreich. Ne? Große Klappe, nichts dahinter. Und bevor ich loslege, habe ich zwei Bitten. Also eine allgemeine und eine persönliche. Bitte, bitte, seht zu, wie ihr den Menschen in den überfluteten Gebieten helfen könnt. Eine Freundin von mir hat 5 Kuchen gebacken und ist lange gefahren, um dorthin zu kommen. Nicht mit leeren Händen, sondern auch mit viel Mut, Energie und Entschlossenheit, um mit anzupacken. Und sie hat mir von den katastrophalen Bedingungen erzählt, von, das glaubt man kaum, von grausamen Menschen, die dann auch noch rumlaufen und klauen, was übrig ist. Es ist schlimm, was aus der Menschheit teilweise geworden ist. Also bitte helft, wo ihr könnt. Also da geht es einigen Leuten wirklich sehr, sehr schlecht. Ich mache diese Videos, weil ich anderen helfen will, weil ich anders helfen will. Mir liegt viel an Wahrheit und Integrität und deshalb stelle ich Lügner bloß und Menschen, die andere betrügen und hinters Licht führen mit ihren Lügen. Und come on, wenn jemand dieses Video sieht und meint, dass ich zu Unrecht die Leute von Iman TV entblöße und aufzeige, dass sie keine Kleider tragen, dann zeigt es bitte mittels Belegen, so wie ich es ja tue. Mich dann als Person zu beschimpfen, nützt niemandem etwas. Zeigt doch einfach, dass ich etwas falsch mache, wenn ich etwas falsch mache. Ich bin ja auch nur ein Mensch und mache auch Fehler. Zeigt mir den Fehler und ich lerne daraus. Außerdem habe ich als Nicht-Islam-Apologet die Gabe, mich für Fehler zu entschuldigen, weil ich nicht absichtlich lüge. So, was ich hier jetzt machen werde, ist einmal den Stream sowie den Chat in einigen bemerkenswerten Teilen kommentieren. Glaub mir, da gibt's sehr viel zu kommentieren. Dann zweitens das alte kosmologisch-ontologisch orientierte Argument des notwendigen Wesens zu widerlegen. Und dann drittens die erneute Unehrlichkeit und Heuchelei von Iman TV demonstrieren. So, das Video, das geht ja über 4 Stunden und deshalb kann ich auch nicht alles kommentieren. Und ich reagiere daher nur vereinzelt auf Gesagtes. Was mich sehr gefreut hat, ist eine Reaktion der anderen Art. Als ein Gast aus der letzten Staffel, der relativ passiv sich das alles angehört hat, was ja bei Islam-Apologeten sehr beliebt ist, da sie dann viel auf einen einreden können, der aber neugierig wurde und hinterher recherchiert hat und jetzt Iman TV kräftig die Leviten liest. Okay. So, jetzt zum Video, welches ich in Teilen zitieren und im Gesamten kommentieren werde. Nach der üblichen Dudelei am Anfang kommt dann eine Begrüßung. Eine Iman-Etikette, die ist ganz neu, beziehungsweise die haben wir schon ein Jahr in Praxis, die lautet wie folgt. Keine Beleidigung und keine Werbung. Alle Gäste dürfen dran teilnehmen, jeder darf rein, das ist der Hashtag, jeder darf rein, aber es dürfen keine Beleidigungen fallen und keine Werbung. Und das ist ja dann auch das Übliche, jeder darf rein, aber nicht jeder. Und die neue alte Regel, er weiß es nicht so genau, aber die neue alte Regel ist, nett bleiben, nicht beleidigen und keine Werbung. Keine Werbung, ne? Und dann kommt das übliche Betteln, also Werbung. Teilnehmer dürfen keine Werbung machen, was immer die darunter verstehen. Aber Iman TV macht umso mehr Werbung und bettelt ständig. Eine Werbedauersendung oder eine Dauerwerbesendung.
Naja, das Geld muss halt rein. Und dann kommt, und das finde ich ganz witzig, eine Vorstellung als CEO. Und der erste Speaker, der heute bei der Staffel 2 in der ersten Episode live dabei ist, ist niemand anderer als der Iman CEO. Ein wertvoller Mann. Als Firma, also gewinnoptimiertes Unternehmen oder was? Ich glaube nicht, dass die irgendwas offenlegen müssen, was die mit ihren Geldern machen. Und dieser mit Aira-Teil, das ohne Werbung. Ne? Ich meine, man darf keine Werbung machen und er läuft mit dem Aira-Oberteil rum. Und er sagt, es sei ein Atheisten-Stream auf Wahrheitssuche. Weiß aber selber nicht einmal, was ein Theist ist und dementsprechend auch nicht, was ein Atheist ist. Ich darf starten mit den Atheisten-Streams und ich bin sehr gespannt, welche und ob überhaupt Gäste kommen. Aber ich hoffe, dass wir konstruktive Gespräche führen können, dass wir zumindest heute Gespräche führen können, die uns in gewisser Weise weiterbringen, vor allem unsere Gäste. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch ein Grund für Leute werden, die auf der Wahrheit, also auf der Wahrheitssuche sind. Und wenn es ein Atheisten-Stream ist, dann widerspricht sich das mit Gott ist selbstverständlich. Aber sie suchen ja Wahrheit. Come on, es ist arrogant und überheblich. Und anstatt sich mal aufklären zu lassen, kommt immer Gott ist selbstverständlich. Nee, Kinders, ist es nicht. So, und jetzt kommt die Einleitung. Bei den Atheisten-Streams den Punkt angesprochen haben, dass Gottes Existenz ja, eine selbstverständliche Wahrheit ist. Das, was ich da höre, es ist einfach nur peinlich. Ne? Also laut Iman TV kann jeder einfach behaupten, dass FSM, also das Flying Spaghetti Monster, existiere wirklich. Es war nur ein Scherz, dass es eine Satire war. Und deshalb hat es wirklich das Universum mit Nudeln und Fleischklößen erschaffen. Samt dem Bier, auf das wir uns daran laben mögen. So, und jetzt ist das eine selbstverständliche Wahrheit. Und Muslime müssen das Gegenteil beweisen. Good luck with that. Merkt denn keiner, wie idiotisch so eine Aussage ist? Come on. Das kann doch nicht sein, dass das nur mir auffällt. Das muss doch jedem Moslem auffallen, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Ich kann doch nicht einfach irgendeine Aussage machen und sagen, so, das stimmt jetzt. Das geht doch nicht. Genau wie ich das hier auch in meinem Video mit Pierre Vogel gesagt habe, finden wir auch hier bei den Iman-TV-Leuten ein ständiges Schwanken zwischen Paranoia, Selbstüberschätzung, Kritikunfähigkeit sowie der Neigung zum Beleidigtsein. Mehr ist da aber auch nicht drin. Und ich kann doch innerhalb von Sekunden beweisen, dass es den Gott des Islam nicht geben kann. Aber die Frage ist ja so nie gestellt worden. Gibt es von Iman TV irgendwo die Aufforderung zu zeigen, wie, durch welchen Prozess man beweisen kann, dass dieser Gott nicht existiert? Nee, da kommt immer nur die Aufforderung, das Gegenteil von ihren Behauptungen, die ohne jegliches Argument aufgestellt wurden, zu beweisen. Und dann diejenigen, die das beweisen könnten, die werden dann geblockt. Ja, das ist die Realität. Dass wir nicht wirklich substanziell irgendwelche Gegenargumente für die Existenz Gottes gesehen haben, in irgendeiner Weise. Okay, das ist jetzt dreist. Das ist eine Frechheit. Unbelegte Behauptungen aufstellen und dann die den Unsinn darstellen können, blockieren und sich dann hinstellen und sagen, es ist alles richtig. Also das bedarf schon einiges an Unehrlichkeit und Unverfrorenheit. Wie kann man denn Gegenargumente erwarten, wenn keine Argumente vorgebracht wurden, sondern nur leere Behauptungen? Weiß denn da keiner, wie man ein Argument formuliert? Wir gehen und sagen, wir können auch mit rationalen Argumenten, Begründungen, Beweisen die Existenz Gottes belegen. Okay, der Satz ist völlig konfus, aber ich glaube, ich verstehe, was er damit sagen will. Nur, warum glaubt er, dass Menschen über 300.000 Jahre darin versagt haben und er das jetzt richten kann? Woher nimmt er das? Und was macht er, wenn er versagt? Gibt es da Konsequenzen oder wird das, wie er bei Apologeten üblich, einfach abgeschüttelt und so getan, als sei nichts passiert? Anstatt mal eine richtige Informationsveranstaltung zu organisieren und darin zu erklären, was ist ein Gott, was ist ein Atheist, was ist Wissenschaft, da kommen immer nur Plattitüden, Stereotypen und banale Floskeln, die mit einer Märchengeschichte eines Gottes umrahmt werden, der einfach vorausgesetzt wird, ohne jegliche fundierte Belege. Sie haben keinerlei Nachweis, dass ihr oder irgendeiner
der Tausenden von Göttern und Göttinnen, die wir Menschen in den, was, 300.000 Jahren hervorgebracht haben, dass die wirklich existieren. Nichts. In erster Instanz ist es wichtig, dem Gegenüber aufzuzeigen, dass der Atheismus falsch ist. Ach Gottchen. Also erstens gibt es keinen Ismus, wenn man etwas nicht glaubt. Und zweitens kann man einen nicht vorhandenen Glauben nicht als falsch darstellen. Das geht nicht. Und da ich ein ehrlicher Mensch bin, der auf Integrität achtet, muss man mir nur einen Drachen oder einen Gott vorweisen und ich glaube, dass diese existieren. Ohne Zweifel, ohne Zögern. Aber bisher ist beides nicht geschehen. Allerdings kann ich nicht beweisen, dass Drachen nicht existieren. Ich kann aber beweisen, dass der Gott des Islams nicht existiert und gar nicht existieren kann. Das heißt, alle rationalen Argumente, die ihr kennt und die wir vielleicht heute zum ersten Mal hören werden, sind kumulativer Natur. Das heißt, sie sind sukzessive. Schritt für Schritt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, es muss eine notwendige Existenz geben. Ja, jetzt geht das Zauberstabwedel mit dem Simsalabim los. Er definiert Argumente als rational, die wir kennen und zum ersten Mal hören. Egal, was folgt. Dann behauptet er, diese rationalen Argumente führen dann zu einer notwendigen Existenz. Und warum tut es das? Na, keine Ahnung. Und was ist denn diese Existenz? Keine Ahnung. Woraus besteht denn diese Existenz? Keine Ahnung. Woher kommt denn diese Existenz? Keine Ahnung. Und wer hat dieser Existenz die Attribute gegeben? Keine Ahnung. Sie wird einfach vorausgesetzt, ohne Sinn oder irgendeinen reellen Hintergrund. Wir versuchen von 0 auf 1 zu kommen. Das heißt, vom Atheismus zur notwendigen Existenz. Also hier zeigt sich jetzt wieder sehr eindrucksvoll die mangelnde Bildung und das nicht vorhandene Denkvermögen unter Einsatz von Logik. Ich weiß nicht, wie oft ich das machen muss. Also ein Theist ist, er glaubt wenigstens, ein Gott existiert. So. Der Atheist glaubt das nicht. Was ist denn daran so schwer? Und was bitteschön ist 0 und was ist 1? Wer hat das festgelegt? Wer hat das definiert? Was hat notwendig mit einem magischen, imaginären Schöpferstrich Gott zu tun? Definiert er jetzt seinen Gott als eine 2? Nein, sein spezieller Gott ist eine 3. Also reden wir von Simsalabim und 1, 2, 3. Toll. Also ich kommentiere hier online. Ich habe das Video zu diesem Zeitpunkt also noch nicht gesehen. Ich weiß aber, wie die Argumentationskette des alten Notwendigkeitsargument geht, ahne also, auf was da jetzt hier auf uns zukommt. Aber er hat das schon richtig erkannt. 30% sind Prämissen, 30% der Schritt zu Göttern und 40% des intellektuellen Aufwands braucht der Schritt hin zu einem speziellen Gott, dem Christengott oder der am Zentrum stand, als das Argument entwickelt wurde, über die Jahrhunderte. Und hier soll jetzt der Gott des Islam bei rauskommen, der vorausgesetzt wird. Wir haben hier also ein völliges Chaos, bestehend aus Annahmen, Behauptungen, Widersprüchen und Halbwahrheiten oder Sachen, die einfach rausgeworfen werden, ohne Sinn und ohne vorherige Definition. Das bedeutet, wie, dass der Atheismus falsch ist, dass wir den Atheismus und diese Weltanschauung dekonstruieren wollen. Oh Mann, wie kann ich glaube nicht, dass X existiert, eine Weltanschauung sein? Wer kann mir das mal erklären? Wie soll das gehen? Das ist doch eine vollkommen idiotische Vorstellung, dass ich glaube nicht, etwas mehr sein soll, als etwas nicht zu glauben. Mehr ist das doch nicht. Etwas nicht glauben. Und der Begriff selber, Atheist, ist ja an sich schon überflüssig. Warum sollte jemand deklarieren, dass sie oder er nicht an die Existenz von Göttern glaubt? Und da jetzt noch 1000 Sachen zusätzlich mit reinzupacken, ist doch nun wirklich albern und lächerlich. Etwas nicht zu glauben, ist doch kein Konstrukt und kann somit auch nicht dekonstruiert werden. Wie kann ein erwachsener Mensch im 21. Jahrhundert solche Sachen äußern? Ich meine, die Menschen vor 1000 Jahren hatten ja eine Entschuldigung, sie wussten es nicht besser.
Aber wir, die wir im 21. Jahrhundert leben, in Europa, mit Internet, wir müssten das doch eigentlich wissen. Aber keine Angst, es wird noch schlimmer. Weil das ist das, was der Atheismus in Anspruch nimmt. Alles, was existiert, ist der Kosmos und das war's. Das heißt, der Atheismus sagt, wir leben nicht in einem offenen System, wo auch sozusagen Gott einen Platz hat als Existenz. Ja? Und das ist die Akida des Atheismus. Der Islam-Apologet schmeißt jetzt mit Worten um sich, die er irgendwie mal irgendwo mitbekommen hat, aber nicht einordnen kann, wie Kosmos, Universum, geschlossenes System, und blamiert sich bis auf die Knochen. Die Antwort auf seine absoluten Behauptungen heißt ganz klar, vielleicht. Denn wir als Menschen haben nicht genügend Informationen, um hierauf eine klare Antwort zu geben. Das hat aber abgesehen davon rein gar nichts mit mir zu tun. Bloß weil ich ohne Beleg eben nicht glaube, dass es Götter oder Göttinnen gibt. Und soweit ich als ein Mensch, der sich für Kosmologie interessiert, nicht als Atheist, versteht sich, ne? Und so wie ich es verstehe, ist der Kosmos der für uns bekannte Teil des alles beinhaltenden Universums, welches Energie, aber keine Götter braucht. Wenn es tatsächlich, vielleicht durch schwarze Löcher, Berührungspunkte zu anderen Universen gibt, ist es eh ein offenes System. Aber seinen Äußerungen nach zu beurteilen, bezweifle ich, dass er hier irgendetwas versteht. Das hält ihn aber nicht davon ab, immer weiter zu faseln und irgendetwas zu erfinden und dann Atheisten zuzuordnen. Das ist echt der Hammer. Kinders, was soll ich damit machen? Es ist doch klar, dass ein Theist jemand ist, der glaubt, dass mindestens ein Gott existiert. Und dann als Atheist glaube ich das nicht. Aber das ist doch dann schon alles. Ich behaupte doch nicht, dass Hummer fliegen können oder dass, weiß ich nicht, Fahrräder jetzt zum Mars fahren können. So hört sich das aber irgendwie an. Ich habe nur einen einzigen Berührungspunkt mit Göttern und das ist, ich glaube nicht, dass sie existieren. So, und da kommt eben dieser Begriff Atheist rein. Aber das sind sonst keine Aussagen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich glaubt er auch, dass ich schuld bin, wenn sein Frühstücksei zu hart ist oder sowas. Ja, ist der Atheismus nichts anderes als eine Illusion? Ey, das ist doch wirklich schon pathologisch. Er weiß nicht, was ein Atheist so richtig ist, hat so eine nebulöse Vorstellung und denkt, er muss jetzt tierische Angst vor denen haben. Weiß aber nicht, warum. Warum ist er nicht einfach still? Warum denkt er, wenn er den Atheisten runterputzt, der Islam aufgewertet wird? Der Islam hat nicht wirklich was Besonderes zu bieten. Warum ist er nicht einfach ruhig, haut sich, weiß ich nicht, 5-mal am Tag auf die Knie, wird 7-mal am schwarzen Stein in der Wüste Arabiens und gut ist? Das ist mir doch völlig egal. Er kann doch glauben, was er will. Wenn's hilft, ist es doch gut. Warum lässt er uns, die nicht an Götter glauben, nicht einfach in Ruhe? Wir brauchen seinen Gott nicht. Dann lass uns doch in Ruhe. Warum muss ich hier reagieren, bloß weil jemand ein Heuchler ist und lügt wie gedruckt? Er kann doch einfach den Mund halten, anstatt so zu lügen und andere zu betrügen. Wo kommt denn bloß der Zwang her, so zu handeln? Lass uns doch in Ruhe. Ich habe nur wirklich alles getan, um sicher zu gehen, um zu wissen, ob dieser Gott existiert und ich bisher eine wichtige Botschaft versäumt habe. Denn wenn es diesen Gott gäbe, dann wäre es eminent wichtig, dass ich davon weiß und mich dementsprechend verhalte. Aber auch nach 4 Jahren intensiven Studiums des Islams und 6 weiteren Jahren des Testens mit Muslimen ist es sicher, dass es diesen Gott gar nicht geben kann. Dass Apologeten andere in die Irre führen. Und im Falle von Aira und Iman TV mit höchst unehrlichen Mitteln und eine für mich widerliche Art und Weise. Es ist schlimm. Der Punkt ist, es kann aber nicht sein, dass all diese abhängigen Dinge um uns herum voneinander abhängen und das war's. Warum nicht? Warum kann das nicht so sein? Wir sind jetzt bereits in der Argumentation, die darauf hinauslaufen soll, dass sein Lieblingsgott existiert. Das heißt also, das geht los mit dieser ersten Prämisse. Die Annahme dieses Arguments, geehrte Geschwister, ist, es gibt Existenz. Nun, es gibt Existenz, offensichtlich, klar. Nur ist Existenz an sich lediglich eine Voraussetzung für Attribute, nicht aber selbst eins. Das heißt, da müssen wir ein bisschen differenzieren.
Bei der Erklärung von möglicher, unmöglicher und notwendiger Existenz setzt er sich selber Schachmatt, indem er behauptet, ein notwendiges Wesen könne nicht anders sein. Eine notwendige Existenz ist etwas, das notwendig existiert und nicht hätte anders sein können. Es hätte nicht anders sein können, es ist notwendig existent. Wenn dieses notwendige Wesen aber auf eine bestimmte Weise geartet ist und bestimmte Attribute hat und andere nicht, ist dafür etwas notwendig, dieses Wesen so auszustatten. Also noch notwendiger als notwendig. Und wie er so nebenbei noch auf unendlich kommt, das ist mir allerdings schleierhaft. Das wird einfach so reingeschmuggelt, wenn keiner guckt. Existenz, das bedeutet unendlich Existenz. So, jetzt müssen wir ein bisschen eintauchen in Modallogik und Ontologie, Kosmologie und so weiter. Also etwas ist entweder notwendig oder es ist nicht notwendig. Ich glaube, das ist klar. Und etwas ist entweder kontingent oder ist nicht kontingent. Ich glaube, das ist auch klar. Wir gehen also jetzt weg von der Realität, weg vom empirisch Erfassenden, also ontologisch vorgehen. Und stattdessen gehen wir jetzt so in eine Art kosmologisches, das wird ja durch das Anthropic Principle widerlegt, da ja ein Beobachter notwendig ist. Und machen jetzt eine Mixtur aus kosmologisches, ontologisches Argument. Und das geht zurück 1000 Jahre, Anselm von Canterbury, Thomas von Aquin mit seinen fünf Wegen, Descartes, Leibniz. Und so. Das also, die sagen ja das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist ja der ursprüngliche Ansatz gewesen. So, dann vor fast genau 300 Jahren kamen dann diese sogenannten Monaden, also die Monadologie hinzu, das Wesen oder die Existenz, die definiert wird von simpel bis komplex, bis notwendig. Was unteilbar, ohne physikalischen Körper, ohne Definition, ohne alles ist. So, und dann kommen Mathematiker wie Leibniz oder Descartes, die relativ einfach zu widerlegen sind, weil sie nichts richtig definieren und eigentlich sehr voreingenommen sind und auch wieder dieses Gotteswesen voraussetzen. Und da kommt dann raus, die Welt gibt es, weil es Gott gibt und er sie ja geschaffen hat. Also der klassische Zirkelschluss. So, jetzt das Problem bei Leibniz zumindest existiert auf verschiedenen Ebenen. Weil Gott als solches wird nicht definiert, sondern lediglich mit Attributen versehen. So, und da haben wir ja gerade gesehen, dass das eigentlich so nicht geht. Und er unterscheidet zwischen Vernunftwahrheit und Tatsachenwahrheit. Das ist schon mal seltsam. Und er sagt, wenn Gott möglich ist, dann ist er auch. Okay? Und das außerhalb von Zeit und Raum. Und deswegen ist Polytheismus nicht möglich. Also das sind jetzt einige Sachen. Wenn ich etwas tue, wenn ich eine Tätigkeit ausübe, kann ich das nur machen, wenn innerhalb von dieser Tätigkeit Zeit verstreicht. Also wenn ich eine Bewegung zwischen 1 und 2 mache, muss da Zeit zwischenliegen. Sonst geht das ja gar nicht. Und deswegen sind da einige Sachen, die absolut unlogisch sind. So, und jetzt ist aber nur, es ist vieles möglich. Und das ist jetzt der springende Punkt, weil wenn ich jetzt sage, es ist etwas notwendig, weil es möglich ist, dann ist es aber genauso möglich, dass kein notwendiges Wesen existiert und auch kein Gott. Das ist also alles sehr zweischneidig. Und deswegen wird einfach behauptet, Prämisse 1, Gott existiert, Prämisse 2, Gott existiert und daraus die Konklusion, Gott existiert. Toll. So, wenn ich jetzt das Ganze interpretiere, das heißt, wenn Gott existiert, ist er auch notwendig, also konditional, daraus folgt dann, es ist möglich, dass Gott notwendig existiert. Okay, was soll das? Nämlich, das ist jetzt der Fazit, weil laut seiner Monadologie für die Existenz eines Gottes, da kontingente Wesen existieren, die ihren letzten oder zureichenden Grund nur in dem notwendigen Wesen haben können, das den Grund seiner Existenz in sich selbst hat, haben wir sie zudem a posteriori bewiesen. Okay, das ist schon wieder so ein Zirkel. Und gleichzeitig auch noch Regressive Infinity. Und das Ganze ist auch noch umrahmt von der mangelnden Definition von Existenz, von unendlich, von notwendig, von Wesen, von allen Sachen. Ich weiß nicht. Da es möglich ist, dass kein notwendiger Gott existiert, ist ein Gott nicht unbedingt notwendig. Okay, ist es möglich? Ja.
Zumindest theoretisch, genauso wie es möglich ist, dass da ein notwendiger Gott existiert, kann es sein, dass da keiner existiert. Dass es irgendeine andere Möglichkeit gibt, weil wir mit unserem Gehirn einfach noch nicht dahinter gekommen sind. Das kann doch sein. Ich kann doch nicht sagen, ja, wir haben nur drei Optionen und unser Gehirn ist in der Lage zu sagen, ja, es gibt nur diese drei. Wobei ich da noch 2, 3, 4, 5, 8 weitere Möglichkeiten sofort aufzeigen kann. Das ist schon komisch. So, aber damals dachten ja die Leute, sie seien modern und aufgeklärt. Heute wissen wir, dass wir noch nicht einmal wissen, was wir nicht wissen. Und nehmen das bisschen so als eine Art primitive Basis. Und wie immer, das geht es generell mit Philosophen, da gibt es Kritiker. Und die gehen von Bedenken bis Ablehnung. Das heißt also, in der Philosophie ist nichts so richtig fest. Das heißt also, da jetzt zu sagen, wir haben jetzt eine notwendige oder was immer Lösung, nee, da gibt's auch wieder Leute, die sagen, nö, stimmt nicht. Wir müssen den Satz, wenn Gott möglich ist, existiert er, abwandeln in, wenn Gott möglich ist und es wahr ist, dass Gott existiert. Wir haben also so sehe ich das, sehr verschiedene Ebenen. Und Gödel hat das mal vor 100 Jahren rein formal in einer ordentlichen Version so dargestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier Axiome, also die eine Festsetzung oder Festlegung machen. Wir haben verschiedene Theoreme und gehen dann von den Definitionen und den Axiomen hin zu ein göttliches Wesen existiert notwendigerweise. So, das ist die Argumentationskette. Aber die geht von Kontingenten, also abhängigen Einheiten aus, von Universum bis Sandkorn am Strand. Wenn aber der Schöpfergott des Islam zum Beispiel notwendig ist, hat er denn alles Wissen? Ja. Das heißt also, wenn dieser Gott notwendig ist und er alles Wissen hat, damit ist das Wissen um die Erschaffung des Universums eine Notwendigkeit in sich. Und damit bricht das alles zusammen. Dazu kommt, dass wir hier diese drei Ebenen haben, also 30% Prämisse, 30% Übergang von notwendig zu Göttern und 40% hin zum dedizierten Schöpfergott des Islam. Die Islam-Apologeten kommen aber normalerweise nie über die ersten 30% hinaus. Die fangen dann an zu schwafeln und da passiert aber sonst nichts. Und er schafft jetzt auch nur Scheinbehauptungen. Zum Beispiel, dass es nicht reicht, kontingente, also abhängige oder mögliche Objekte zu haben. Es kann nicht sein, dass wir sagen, dass ausschließlich mögliche Existenzen existieren. Warum nicht? Wie kommt er darauf? Er gibt da keinerlei Erklärung. Er sagt einfach, geht nicht. Aber nicht warum. Diese Erkenntnis erfordert, was? Eine absolute, unendliche, weil das haben wir alles besprochen, unabhängige und notwendige Existenz, von dem alles abhängt. Jetzt definiert er seinen Gott so, wie er ihn haben möchte, damit dieser notwendig ist, laut seiner Definition. Aber es ist doch nicht gesagt, dass es tatsächlich so ist. Diese notwendige Existenz muss selbsterklärend sein und benötigt keine Erklärung außerhalb von sich. Und setzt noch einen drauf. Woher das kommt, weiß ich nicht. Aber dieses tolle Wesen muss jetzt auch noch selbsterklärend sein. Tut's aber nicht. Deswegen brauchen wir ja Bücher und Bücher und Bücher, die alle erklären, was dieser Gott ist, wer das ist, was der will und wie und was immer. Mit anderen Worten, es ist selbsterklärend. Es ist unabhängig. Und alles, was wir an möglichen Existenzen haben, hängt von ihm ab. Was immer das sein mag. Aber hier schließe ich mich Herrn Kant an, der gesagt hat, dass wir mit unserem Gehirn doch gar nicht fähig sind zu entscheiden, was eine Erklärung und eine ausreichende Erklärung noch dazu, was das sein muss oder kann. Und das Ergebnis? Und wir Muslime nennen diese Existenz Allah. Er nennt das Ganze Allah. Einfach so. Ohne einen Hauch eines Beweises, nur auf der Basis von Wörtern, Definitionen vermischt mit Axiomen. Mehr ist da nicht, ein Bauchgefühl. Und daher ist diese gesamte Argumentation für die Notwendigkeit des Gottes im Islam kläglich gescheitert. Da macht nichts irgendeinen Sinn. Das sind einfach nur Behauptungen, die zusammengewürfelt werden. Und der Apologet macht jetzt das Einzige, was die können, nämlich predigen. Sinnloses Murmeln sinnloser Worte. Und in seiner Zusammenfassung passiert genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Und ich hoffe, dass wir zumindest mit einem Gast es schaffen, der es akzeptiert, dass eine notwendige Existenz geben muss. Wir bleiben bei den ersten 30% hängen, weil zu wenig Substanz da ist, um weiterzukommen. Er gibt sich damit zufrieden, dass nur etwas Notwendiges akzeptiert wird,
ohne dass auf Götter oder seinen speziellen Gott eingegangen wird. Es ist schon seltsam, wie einfach gestrickt die sind. Und der andere Apologet, der immer nur weint und sich beschwert, macht heute nichts anderes. Man findet keine vernünftige Gegenargumentation. Aber in den Kommentaren sind sie sehr laut, werden beleidigend und das sei alles Unsinn, aber keiner kann vernünftig gegenargumentieren. Kommt in die Streams. Kommt in die Streams. Ihr macht immer so auf selbstbewusst. Wer selbstbewusst ist, der macht solche Streams wie wir. Oh, der Arme. Er behauptet, keiner habe zu seinem Video Gegenargumente geliefert. Und was ist das? Ich habe ihn nicht nur widerlegt, sondern sogar karikiert. Also die Oberflächlichkeit und die Unehrlichkeit, also das ist schon verblüffend. Mich macht das ja sauer. Ne? Ich meine, ich kann jetzt drüber lachen, aber ehrlich, ich bin schon böse, wenn ich sowas sehe. Weil ich weiß, dass es Leute gibt, die eben nicht so kritisch denken und die nicht alles hinterfragen, die nicht so skeptisch sind, sondern die sind naiv und die sind gutgläubig. Und wenn jemand lächelt und sagt, so ist das, ja, dann glauben die das. Das ist schlimm, weil ich finde solche Leute, die andere so in den Hinterhalt führen und denen dann irgendeinen Bären aufpimpen, das geht doch gar nicht. Mensch, Meier. Und dann sagt er, wir sollen doch in die Streams kommen. Meine Güte, das sind so Heuchler. Wir sind doch da geblockt. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat vom Islam, und hier sind ja mehrere zu mir gekommen und haben gesagt, ja, wir sind auch geblockt. Auf seinem eigenen Discord-Kanal wird zensiert, dass jeder normale Mensch sich schämen würde. Und das haben mir auch wieder andere bestätigt. Aber bei den Islamogeten hier gibt es sowas nicht. Da gibt es kein schlechtes Gewissen, moralische Bedenken oder gar ein Schuldbewusstsein. Und warum sollen wir zu denen in die Streams, wo Mikrofonherrschaft waltet, wo zensiert und blockiert wird? Bei mir gibt's das nicht. Da darf jeder seine Meinung frei äußern, ohne Zensur. In der Gin & Tonic sage ich jedes Mal, dass konstruktive Kritik auch an mir und uns sehr willkommen ist, da wir daraus lernen. Weil wir eben Selbstbewusstsein haben und keine Zensur brauchen, um uns zu verstecken hinter Mamis Rockzipfel. Wir haben keine Angst vor der Wahrheit und brauchen daher auch keine Zensur. Warum schaffen das die Helden von Imam TV nichts, sondern laufen heldenhaft weg? Und warum sehe ich in den Kommentaren zu meinen Videos immer wieder, geh doch in den Stream, geh doch in den Stream? Ich habe doch gerade erklärt, warum das nicht geht. Dass ich nicht darf, weil die richtig Angst haben. Vor jedem, der den Islam etwas kennt. Oh, ich verstehe. Ich sag's jeden Stream wieder. Wieso gibt es keinen Atheismus-Stream? Ich bin direkt drin, oh. Bruder. Ich bin direkt drin. Wieso gibt es keinen Atheismus-Stream? Okay. Ich sehe mal, ob ich nicht ein paar Streams auf Deutsch hinbekomme und dann sehe, wie mutig Muslime wirklich sind. Mal sehen. Aber er scheint ja auch nicht zu kapieren, dass Atheisten nicht wirklich andere überzeugen wollen, sondern auf Unwahrheiten und Falschaussagen reagieren. Das heißt also, ich komme nicht mit irgendwelchen Argumenten um die Ecke, sondern ich gucke mir an, was die Argumente sind und formuliere dann Gegenargumente, um zu zeigen, dass die Argumente nicht passen oder nicht stimmen oder falsch sind oder irgendwas anderes sind. Weil der moralische Level der Atheisten um einiges höher ist als der von Muslimen. Allen Muslimen jetzt. Weil sie bei einer Ausübung einer guten Tat an eine Belohnung denken. Und die Vermeidung einer schlechten Tat mit Bestrafung assoziieren. Ich tue das nicht, sondern tue Gutes, weil es meine altruistische Ader befriedigt oder was immer. Und ich vermeide Schlechtes, weil es die Gesellschaft schwächt. So einfach ist das. So, ich sehe mir jetzt noch ein paar Stellen in dem insgesamt über 4 Stunden langen Stream an. Und alle bemerkenswerten Stellen kann ich nicht ansprechen. Das sind einfach zu viele. Aber da kann ja jeder noch ein paar finden, wenn ich welche ausgelassen habe. Wir Menschen haben ja einen Drang. Wir Menschen wollen ja Wahrheit erfahren. Wir wollen ja zu einer Erkenntnis kommen. Naja, eben nicht. Das ist nicht wahrheitsgemäß. Ihr wollt dominieren. Ihr wollt als Helden dastehen. Als die strahlenden Sieger. Noch eine Kerbe in den Koran schnitzen. Egal wie. Nur, ihr versagt ständig, elendig, ihr habt keine Argumente, ihr wisst nicht mal, wie man die formuliert und habt so viel Schiss, dass ihr euch verstecken müsst in euren Streams, wo ihr schalten und walten könnt, wie ihr wollt und unangenehme Tatsachen einfach ausblenden könnt. Sonst schafft ihr das nicht, da jeder mittelmäßig begabte Penela euch widerlegen kann.
Jetzt habe ich mitbekommen, dass Iman TV eine Zensur der besonderen Art hinzugefügt hat, nämlich jeder Teilnehmer muss seine Anonymität aufgeben und sich in Gefahr bringen, wenn er oder sie Kenntnis zeigt und die Iman TV-Leute widerlegt. Auf den englischen Kanälen ist das ganz übel gelaufen, weil sich Menschen mit Gesicht gezeigt haben und Informationen bereitwillig herausgegeben haben. Und die sind prompt bedroht worden. Und nicht nur die Menschen selber, sondern auch deren Familie, Ehefrauen, Kinder. Und sogar der Arbeitgeber wurde kontaktiert und mit falschen Behauptungen so lange bombardiert, bis in Fällen Menschen auf der Straße standen. Bloß, weil sie die Wahrheit über den Islam gesagt haben. Und ja, das ist leider die Realität, weil Islam-Apologeten keine Argumente haben und nur Gewalt oder Zensur als Mittel haben, um sich zu wehren. Intellektuelle, also Argumente, gibt es da anscheinend nicht. Ich habe auch öfters Morddrohungen erhalten und Ansagen, dass ich ausfindig gemacht werde, meine Familie fürchterlich leiden wird. Und gerade bei stramm salafistisch ausgerichteten Muslimen werde ich den Teufel tun und meine Identität preisgeben. Das musste ich meiner Familie schon ganz am Anfang versprechen. Ich werde also nicht loslaufen und eine Kamera kaufen, nur um Iman TV zu zeigen, dass sie keine Ahnung haben und ganz schön albernes Zeug labern. Das kann ich hier auch so machen. So, wir haben also da gleich mehrere Probleme auf einmal. Im Stream selber laufen jetzt die Moderatoren zur Höchstform auf. Ja, das muss man auch wieder verstehen. Es ist ein ganzes Team von Leuten, die hier agieren, die zensieren, Stimmung machen und alles überwachen. So auch wie bei Aira in London. Genau so. Und im Stream werden jetzt die freien Plätze angezeigt, um noch mehr ahnungslose Atheisten da reinzulocken, die, und das kommt wirklich aus dem Kommentar, als Frischfleisch bezeichnet werden und dann verbal geschlachtet werden. Nur um eine weitere Kerbe in den Koran zu ritzen. Es geht nur um Taktik und Gewinnen, sonst nichts. Da geht es nicht um Informationsaustausch oder um Interessen oder sonst was. Nein. Und mit einem Gast kommt dann etwas Neues ins Spiel, was ich kurz erläutern möchte. Weil wir wissen, dass dieser Stift irgendwann begonnen hat zu existieren. Wenn jetzt das, was diesen Stift abhängig macht, auch begonnen hat zu existieren, dann stellt sich die Frage, okay, dieses Etwas muss auch wieder begonnen haben zu existieren und wir haben einen unendlichen Regress. Er behauptet, etwas beginnt zu existieren. Das ist Quatsch. Nichts beginnt zu existieren. Wir haben Materie, die umgeformt wird, sonst nichts. Wann genau ist denn der Zeitpunkt, an dem ein Telefon, also ein iPhone oder was immer, beginnt zu existieren? In dem Moment, als ein Entwickler daran denkt, wenn der Montageprozess startet, wenn die letzte Schraube eingesetzt und der Powerknopf gedrückt wird? Und wenn ja, hört es auf zu existieren, wenn ich das Telefon ausschalte oder die letzte Schraube entferne? Ich habe das mal vor einiger Zeit mit einer Wasserpfütze ad absurdum geführt und gezeigt, dass alles immer auf die Entstehung des Universums zurückgeführt werden muss. Sonst macht es keinen Sinn. Alles andere ist dann lediglich ein Umformungsprozess. Es war auch sehr einfach, kann jeder selber machen. Aber im Stream passiert jetzt etwas Interessantes. Ein Gast, der vorher schon mal da war und recht harmlos war, indem er mehr Informationen aufgenommen hat, anstatt zu diskutieren, hat sich aufgrund der letzten Diskussion weiter und tiefer informiert und sich einiges über den Islam angeeignet, angelesen. Und jetzt eskaliert das Ganze, weil er nicht mehr gewillt ist, alles über sich ergehen zu lassen, sondern Kontra gibt, die Argumente nicht einfach anerkennt, sondern sie hinterfragt und sogar auf die gefährlichen Aspekte von Iman TV hinweist. Er hat gemerkt, dass vieles gelogen ist und sagt das dann auch noch. Und plötzlich verfinstern sich die Mimen und der Moderator mischt sich ein und sucht dann verzweifelt nach einer Möglichkeit, den Typen rauszuwerfen. Und hier sieht man sehr schön, was passiert, wenn naive oder nichtsahnende Leute hier mit Blödsinn bombardiert werden und die sich dann aber hinterher informieren. Und für den Islam ist Aufklärung und Information absolut tödlich. Vor allem, wenn dann noch logisches Denken dazukommt. Wenn dir einer den Koran erzählt, dann kannst du den Islam akzeptieren. Wenn du den Koran aber selber liest, bist du ein Atheist.
Also das ist für mich so eine Regel. Und der Gast, der eben noch so freudig empfangen wurde, wird, sobald er kritische Fragen stellt, ganz schnell Ich rausgeworfen. bedanke mich und wünsche noch einen schönen Abend. Kritische Fragen sind nicht erwünscht, weil es einfach keine Antworten gibt. Kritisches Denken ist strikt verboten, weil es aus einem Moslem ein Ex-Moslem Jeder macht. darf rein. Es ist eine Lüge. Tut mir leid, es ist eine Lüge, dass jeder in den Stream darf. Nur, wenn jemand kritische Fragen stellt, dann eben nicht. Also darf nicht jeder in den Stream, weil es könnte ja die Einnahmen schmälern. Und das geht natürlich gar nicht. Der zweite Gast macht genau da weiter und hinterfragt alles, was den Muslim in Verlegenheit bringt, weil er keine Antworten hat. Und er macht das, was alle Apologeten machen, was ich so beobachtet habe. Er wiederholt einfach das, was er vorher gesagt hat, als ob das etwas ändern würde. Tut es nicht. Er kommt jetzt fürchterlich ins Schwimmen und kommt nicht weiter. Er bringt sich jetzt selber durcheinander und kann der auf richtig nette Art vorgebrachten Frage, der kann da einfach nicht folgen, weil sie wirklich gut und haarscharf sind und nett vorgebracht sind. Die sind logisch, die sind rational. Zu viel für den armen Moslem, der die Schwächen seiner Behauptungen gar nicht versteht. Also fängt er an zu predigen. Ich kann definitiv sagen, das ist Tatsache. Das ist etwas, wo ich eine absolute Aussage tätigen kann. Glaub mir, das Haus ist nicht Er unabhängig. sagt, wir sollen ihm glauben. Warum? Ich meine, er lügt doch ständig. Warum sollen wir also jetzt etwas anderes annehmen? Wovon ist ein gebautes Haus abhängig? Es bliebe bestehen, selbst wenn es Menschen, Gravitation oder die Sonne nicht gäbe. Zumindest eine Zeit lang. Wir müssen doch nur den Fisch nehmen, den die so gerne präsentieren. Aus Ton oder Holz oder was auch immer. Wovon ist der jetzt abhängig? Doch nur, dass keine Gewalt ausgeübt wird oder er nicht in die Sonne geschmissen wird. Der braucht doch keinen Gott oder eine Göttin. Da ist doch nichts mehr, was irgendwie notwendig ist. Und der exponierte Moslem redet jetzt wild auf den Atheisten ein und wiederholt stumpf immer wieder das, was gerade in Frage gestellt wurde, und stammelt schließlich die nur noch sinnloses Zeug. Und diese Dinge können, wir können nicht in einer Welt leben, in einer Realität haben, wo ausschließlich abhängige mögliche Dinge existieren. Ja klar, das kann der alte Präsident Trump auch nicht besser. Guck mal, es ist doch sinnlos, immer denselben Blödsinn zu wiederholen. Es ändert sich doch nichts. Der Moslem ist nicht in der Lage zu zeigen, dass es unmöglich ist. Dass alles ohne seinen Gott oder, um in seinem pseudophilosophischen Jargon zu bleiben, etwas Notwendiges existiert. Und was dann folgt, ist nur peinlich. Er kann dann Kosmos, Universum und Sonnensystem nicht auseinanderhalten. Er ist auf seine nicht existente Notwendigkeit fixiert. Und er ist dann völlig konfus und wirft alles durcheinander und wiederholt und wiederholt, ohne Fundament, einfach nur leere Behauptungen. Und um das Ganze noch konfuser zu machen, kommt jetzt eine Taktik, die ich schon aus dem englischen Streams kenne, weil da wird jetzt einfach ein weiterer Gast, eine Gästin in diesem Fall reingelassen, um die Situation aufzuweichen. Wir haben gerade so einen Stream kommentiert, in dem genau das abläuft wie in einem Drehbuch. Das wird eins zu eins hier kopiert. Und also jetzt vor 3 Tagen, während unseres Kommentars, stieß dann eine Muslimin bei uns hinzu, die dann nach dem Reaktionsstream in unseren Discord-Server gekommen ist, wo ich die dann verarzten durfte. Aber die hatte wenigstens den Mumm, ihren Standpunkt darzustellen und den dann auch zu verteidigen, wie das ja im Islam vorgeschrieben ist. Die Iman-TV-Helden haben das nicht. Naja. Also der Moderator stellt die Situation recht kämpferisch dar, als 2 gegen 2. Wobei es um eine intellektuelle Diskussion geht, in der ich mindestens nicht in einer Kampfsituation bin oder das als Duell ansehe. Alles, was ich erreichen möchte, ist, dass Menschen nachdenken, nicht Theisten gegen Atheisten, sondern wie Situationen entschärft werden können, indem keine blödsinnigen und unbelegten oder sogar unbelegbaren Behauptungen aufgestellt werden. Und der neue Gast macht das 1a, indem erstmal gefragt wird, worum es eigentlich geht, was die Definition des Wesens ist, und der andere Apologet fragt dann, was sie wissen will, obwohl sie das vor 10 Sekunden ganz klar gesagt hat. Er hat keine Definition, sondern schwafelt, nennt Attribute aus dem Koran auf Altarabisch.
aber hat keine Definition. Das war ja die eigentliche Frage. Anstatt seinen Gott zu definieren, bringt er das Flying Spaghetti Monster vor, welches ja ganz klar beschrieben ist, was ich ihm auch gesagt habe, was er aber nicht verstehen will, weil er dazu, er müsste dann extra wirklich was lesen, nämlich das Evangelium des FSM, was er offensichtlich nicht weiß oder so tut, als ob. Weil da ist die Beschreibung da drin genauso, wie der islamische Gott beschrieben wird in den Islamtexten. Als 30 Meter groß, mit Händen, Füßen, Schienbeinen, naja und so weiter. Das artet jetzt in stupidem Predigen aus. Ohne Sinn oder Zusammenhang, sobald spezifische Fragen gestellt werden, kommen die Apologeten hier ins Schleudern. Heftig und schon irgendwie bemitleidenswert. Also ich bin ja wirklich manchmal so richtig sauer auf die, aber die tun einem schon leid manchmal, ehrlich. Die können ja im Grunde genommen gar nichts dafür, dass sie so schlimm drauf sind. Sie glauben ja, sie tun auch noch was Gutes und merken teilweise nicht, dass das wirklich, wirklich schlimm ist. Und ich hatte vor dieser Sendung ja auch keine Ahnung. Ich hatte zu Hause die Füße auf dem Tisch und lauschte andächtig einem Vortrag über die Giordano Bruno Stiftung und was katholische Priester davon halten. Und plötzlich macht's Bling und es kamen Messages, dass Iman TV gerade einen Livestream macht. Und ich bin dann hin, hab ein bisschen zugehört und wollte wissen, worum es geht. Und dann kam das Wort notwendig. Und das kam dann im Titel und so. Und da war mir das dann klar. Deshalb habe ich dann unter meinem neuen Account, Iman TV Analyse, der ja gerade mal ein paar Tage existiert, einen Kommentar geschrieben, dass dies längst widerlegt ist und das Argument eigentlich Götter widerlegt als solches und niemals belegen kann. So, das ist dann so. Dann habe ich den Stream in einem anderen Browser ohne Anmeldung aufgemacht, um zu sehen, ob mein Kommentar gelöscht oder blockiert wird. Und wurde er nicht, da es ja ein neuer, noch unbekannter Account war. Und da kamen dann auch sofort Reaktionen, die mich, anscheinend unwissend, wie heuchlerisch und unehrlich Iman TV ist, aufforderten, doch in den Stream zu gehen. Und die Moderatoren wussten auch nichts davon und waren hilfreich, also die Chat-Moderatoren. Und haben angezeigt, dass noch mehrere Plätze frei sind. Und als ich nach dem Link gefragt habe, die sind bereitwillig zur Verfügung gestellt. Und ich habe mich auch artig bedankt. Und mein Kommentar wurde von den Moderatoren sogar im Stream hervorgehoben. So sollte es sein. So funktioniert ein Team. Aber die Leute im Chat sind süß. Sie denken, ich habe nicht den Mut, im Stream mitzumachen. Ahnen aber wohl nicht, dass die eigentlichen Feiglinge die Iman TV Apologeten sind, nämlich die, die im Stream sitzen. Und dann, obwohl der Kanal erst ein paar Tage existiert, wussten aber einige der Iman TV Anhänger sofort, wer da Iman TV Analyse ist. Sowas spricht sich wohl schnell rum. Und es zeigt mir, dass ich hier noch ein bisschen länger dranbleiben muss, um die nötige Skepsis zu generieren, was diese unehrlichen und verzweifelt um sich schlagenden Typen da eingegrenzt werden. Naja, gut. Denke ich, 30 Sekunden, Max, ja. Eine Sekunde, weil wir haben neue Gäste und vor allem Gerti Geschwister und liebe Queen und Max, da gibt es einen Account im Antifa-Analyse. Komm doch rein und brauchst du nicht deinen eigenen Channel aufmachen. Kannst du direkt bei uns rein in den Chat kommen. Also es gibt noch drei freie Plätze, lieber Max, du kriegst gleich das Wort. Das heißt, der Stream-Moderator selber geht sogar so weit, dass er mich auffordert, öffentlich doch in den Stream zu kommen. Er weiß sofort, wer ich bin und meint sogar, dass ich nicht dafür einen neuen Channel aufmachen muss. Es gibt also keinerlei Entschuldigung oder Unsicherheit hier. Er hat das in der Öffentlichkeit so dargestellt. Und so heuchlerisch und unehrlich sind die Leute von Iman TV. Denn während Leute im Stream noch arrogant und überheblich sticheln, muss ich den Link erst aufmachen. Und da ich einen anderen Browser benutze, den Link kopieren, einen gebräuchlicheren Browser aufmachen und kann dann erst den Link dort reinkopieren, dann das Mikrofon anschalten und in den Stream gehen. Und während im Chat die Gemüter und Fantasien heiß laufen, bin ich tatsächlich im Backstage-Bereich und warte, in den Stream geholt zu werden. Ich überlege mir noch, wie ich anfangen soll, und als ich dann, ich werde rausgeschmissen. Seltsam. Selbst der Moderator hatte mich doch eingeladen. Neue Gäste und vor allem Gerti Geschwister und liebe Queen und Max, da gibt es einen Account im Antifa-Analyse. Komm doch rein und brauchst du nicht deinen eigenen Channel aufmachen. Kannst du direkt bei uns rein in den Chat kommen. Also es gibt noch drei freie Plätze, lieber Max, du kriegst gleich das Wort. So verlogen können die doch nicht sein. Doch, sie können.
Denn als ich mich wieder anmelde, kommt das hier. Vlogged. Wirklich, ehrlich. Die sagen öffentlich, ich soll da mitmachen, damit alle das im Chat mitbekommen und Leute, die das hinterher sehen. Aber sie blockieren mich, was ja sonst niemand sieht, was keiner mitbekommt. Und deswegen denken dann die Leute im Chat, ja, ich habe dann Schiss und kann dann doch nicht rein. Und für mich ist das ein Paradebeispiel für heuchlerisch und unehrlich. Wow, also das ist auch für mich viel zu verkraften, dass jemand so verlogen sein kann, dass das ist ja richtig geplant so, ne? Dass jemand so getan wird, als ob er könne und dürfe und dann aber dann von alleine nicht und so. Also, Und jetzt, wo ich das hinterher sehe, kann ich im Stream genau erkennen, wann ich dort auf dem Schirm erscheine, weil er da drauf guckt und wie er dann mich erst kickt und dann blockiert. Er guckt erst zufrieden und dann doch etwas betreten, weil er ja weiß, wie er verlogen er eigentlich ist. Und in seinem Glauben wird sein Gott ihn hierfür irgendwann ja zur Rechenschaft ziehen. Oder er redet sich dann vielleicht raus und denkt, ja, aber wenn ich meinem Gott sage, dass ich das ja für ihn gemacht habe, vielleicht verzeiht er mir das ja. Weiß ich nicht, wie das bei denen funktioniert. Aber wie bedroht müssen die sich fühlen, dass drei Muslime voller Iman mit dem stärksten aller Götter an ihrer Seite, dem letzten aller Propheten, dem größten Wunderbuch dazu, vor einem einzelnen Atheisten so viel Schiss haben? Wie kommt das? Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, werfen gutgläubige Muslime ihnen ihr hart verdientes Geld in den Rachen. Amazing. Naja, gut. In der Zwischenzeit werden die Löwen des Islam, die Helden der Apologetik, gerade von den Gästen im Stream platt gemacht. Ich hätte nur etwas anders gefragt. Ich würde nicht fragen, woher dieses Wesen kommt. Weil das ja hinreichend, da sind ja Ausflüchte ausreichend bekannt. Ich würde fragen, woher dieses Wesen die Attribute hat und ob die absolut zugeordnet wurden oder sich ändern können und wenn ja, wodurch? Oder wenn nein, warum nicht? Woran erkennt man, dass Islam-Apologeten, vielleicht trifft das ja auch auf andere zu, ich weiß es nicht, woran erkennt man, dass die am Ende sind? Naja, sobald sie schwafeln und ständig alles wiederholen, egal wie blödsinnig und egal wie oft es widerlegt wurde. Es geht ihnen nicht um Wahrheit oder Integrität oder so, sondern um Sieg, egal wie. Das heißt, so ein Stream ist nicht wie bei mir ein Erkenntnisgewinn, sondern eine Präsentation von Dominanz. Andere plattreden, egal wie idiotisch das Gesagte auch sein mag. Hauptsache viel reden. Naja, und was ich da noch geschafft habe, ist mit dem JNT-Account eine Message im Chat zu posten, dass ich nicht mitmachen darf. Stefan darf nicht spielen. Interessanterweise, das ist jetzt, also, meine Güte, ich darf noch nicht einmal Stefan Kees schreiben. Das wird sofort automatisch gelöscht. Da es wohl als Unwort gekennzeichnet oder eingetragen ist oder sowas. Nur wenn ich Stefan K. eingebe. Erlaubt mir Iman TV den Kommentar zu schreiben. Und jetzt weiß ich nicht, ob das YouTube ist oder StreamYard, dass die irgendwie in der Lage sind, einzelne Wörter zu kennzeichnen, die dann zugelassen werden oder nicht. Aber das ist doch schon pathologisch paranoid. Nein, komm, ich zittere vor Angst. Naja, im Chat wollen einige, dass ich, wie sie sagen, dass ich fertig gemacht werde. Aber die verstecken sich hinter den Iman TV-Leuten, die ja selber unfähig, inkompetent und wenig überzeugend sind. Aber warum sind denn die Leute im Chat so feige und wenden sich nicht mal selber an mich, um mich fertig zu machen oder mich in meine Schranken zu weisen? Das wäre doch mal eine Alternative. Warum überlassen die das den Iman TV-Leuten und sitzen dann nur im Chat, mach den doch mal fertig, mach den doch mal alle. Oder wie sagt der Hijab ist ja so schön, you're finished, boy. Ach Gott, das ist schon, dieses Gehabe ist schon toll. Ich meine, Kinder, ihr habt den stärksten Gott an eurer Seite und habt trotzdem tierisch Schiss vor einem einzigen Atheisten. Fragt euch doch mal, wie das kommt. Meine Güte. Und dann im Stream selber wird jetzt zum x-ten Mal das wiederholt, gebetsmühlenartig. Ist ein Satz. Es kann keine Welt geben mit ausschließlich solchen möglichen Existenzen. Wenn das der Fall wäre, dann würde es überhaupt keine Existenz geben, wenn alles von allem abhängig wäre. Daher ist es notwendig, dass wir eine
unabhängige, notwendige Existenz haben, von der alles abhängt. Das ist die Behauptung. Warum sollte das so sein? Keine Angabe, kein Argument, kein Beleg. Nur immer wieder diese leeren Behauptungen. Und mir fällt es schwer, über Intelligenz zu sprechen, weil ich eher die stärkeren oder schwächeren Einschränkungen im Einsatz des Gehirns, also psychologisch, sehe. Und hier sehe ich ein gravierendes Manko. Keiner der drei, ich meine, die haben bestimmt Intelligenzfaktoren, die wesentlich höher sind als meine, bestimmt so im hohen zweistelligen Bereich. Und keiner hat die Fähigkeit, ein schlüssiges Argument zu formulieren. Und tritt aber sofort überheblich auf, wenn er etwas nicht versteht und rät dann noch dem Gegenüber, doch mal darüber nachzudenken, weil er es selber nicht versteht. Und das sehe ich ja nun jetzt in jeder Folge. Die Denkbremse Islam, was ich als Islam-Virus tituliere, ist hier extrem stark ausgeprägt, sodass logisches und rationales Denken, aber vor allem das kritische Denken, entweder eingeschränkt oder überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und das verkompliziert die Unterhaltung. Weil man immer, also ich jetzt, wenn ich etwas sage, ich muss immer vorausdenken, was versteht mein Gegenüber noch, wenn ich jetzt das und das sage. Das muss ich dann immer abspecken und alles doppelt erklären, um einigermaßen sicher zu sein, dass es ankommt. Und die Muslime im Stream sind nicht in der Lage, mal etwas anders darzustellen oder sich auf Fragen einzustellen oder einzulassen. Die haben ihr Skript, lesen das ab, kein links oder rechts. Es ist frustrierend zu sehen, dass sie nichts erklären können und auch nichts erklären, sondern immer nur dieselben Behauptungen abspielen. Und dann kommt unweigerlich, ich rede ja nicht über Gott und redet über Gott. Mann ey, was sollen wir denn jetzt damit anfangen? Und wie ich vorher gesagt habe, bleibt alles auf den ersten 30% hängen, weil die schon so schwach sind, dass es gar nicht weitergehen kann. Da kommen wir vereinzelt zu Sachen, ja, aber das muss ja dann unendlich und was. Aber das sind alles auch wieder Behauptungen, die überhaupt keinen Zusammenhang haben und überhaupt keine Belege und gar nichts. Und der Moslem, der die ganze Zeit redet, ist doch relativ schnell am Limit und schwafelt dann nur rum, ne? Weil ihm das gesagt wird, reagiert er sauer und kommt damit nicht klar, anstatt zu überlegen, wie er es besser machen könnte. Er beschuldigt dann einfach sein Gegenüber. Klar, ist ja auch einfacher. Und als letztes Beispiel, weil symptomatisch, hier ein kurzer Einblick in die doch sehr kranke Psyche der Islam-Apologeten, wenn sie mit der Realität und anderen Erklärungen konfrontiert werden. Ja, es ergibt, also ihr könnt gerne Erklärungen anbringen, aber sie ergeben keinen Sinn. Diese Erklärung, die du jetzt anbringst, da reden wir über die ersten Planck-Zeit, über die ersten Millimikrosekunden, um es für die Leute verständlich auszudrücken, des Universums. Das erklärt aber nicht, wer verantwortlich ist für dieses Universum. Sobald das eigene Verständnis, welches ja auf Koran und dann Mohammed beruht, irgendwie in Bedrängnis gerät, geht's zurück in die Safes, die Schutzposition. Nuckeln und einrollen oder so. Und so kommt es zu der lachhaften Aussage, dass eine alternative Erklärung für die Entstehung des Universums, was ja bekanntlich am Anfang ist, dann, wenn es keine Person und keinen Gott als verantwortlich zeigt, nicht korrekt sein kann. So doll kann man doch den Kopf gar nicht schütteln. Wieso sagt er sofort, wer? Wie kommt er darauf? Ja gut, wie kommt er darauf? Natürlich, er sieht nur eine Option. Und das ist sein Gott und das ist ein Wer. Also sagt er schnell, wenn du sagst ja nicht, wer das ist. Nein, natürlich nicht. Es gibt keinen Wer. Alles, was wir bekommen, sind Behauptungen aus Ignoranz heraus. Ich kann mir keine andere Alternative vorstellen oder weiß keine, also Gott. Bescheuert, aber das ist alles, was hier behauptet wird. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Also ich habe jetzt 4 Stunden sehr schwaches Rumrudern gesehen, ein chaotisches Feuerwerk an Behauptungen, Annahmen und Missverständnissen. Ich habe beobachtet, wie Muslime als Apologeten alle Regeln des Anstands brechen und als grenzenlose Heuchler dastehen, die für ihren Gott lügen und betrügen, ohne Scham oder schlechtes Gewissen. Und ich habe gesehen, wie einfach sie doch zu widerlegen sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass dies beim nächsten Stream so weitergeht. Bis dahin, ciao for now.